Die Andacht zum Tag. Aus den Kirchengemeinden rund um Grünstadt und Bad Dürkheim. Ich bin Lisa Sauter aus Erpolsheim. Vor knapp 5 Wochen, ich habe sie gehabt. Die Trendkrankheit 2022. Corona, die Geißel der Menschheit. Aber echt, Spaß beiseite. Was ein Kotzbrocken. Das ist eine richtige Mistviehkrankheit. 3 Tage hat's mich gebügelt. Hals- und Kopfweh, Gliederschmerzen, müde bis zum Umfallen. Zwischendurch habe ich auch echt Angst gehabt. Wird's schlimmer? Wie lange muss ich hier rumvegetieren? Long-Covid? Klingt jetzt zwar weird, aber ich bin auch dankbar. Nicht für Corona, aber für die Liebe und den Trost, den ich gekriegt habe. Aus allen Ecken. Brauchst du was? Soll ich dir was vorbeibringen? Ich kann's vor die Tür legen. Nimm Vitamin C, das hilft. Wie geht's dir heute? In der Bibel steht, wenn du allein, traurig und krank bist, hab keine Angst. Gott ist bei dir. Er tröstet dich. Ich glaube, das hat er wirklich. In jedem gute Besserung, in jeder Hilfe, in jedem Menschen, der gesagt hat, hab keine Angst, ich bin da. Da ist überall Gott drin. Da tröstet er und lässt mich nicht allein. Wenigstens eine gute Sache an der Nummer. Oder? Lasst uns beten. Himmlischer Vater, du bist wie eine Mutter, die mich begleitet und pflegt, wenn ich krank bin. Wenn es mir schlecht geht, stehst du bei mir. Wenn ich Angst habe, kann ich zu dir beten und neue Hoffnung schöpfen. Du gibst mir Liebe. Diese Liebe begegnet mir in all den netten und fürsorglichen Worten, in all den schönen Gesten lieber Menschen, die für mich da sind. Ich kann wieder stark werden durch deinen Trost. Wenn ich allein und krank bin, erreicht mich dein Wort und deine Liebe doch immer wieder. Ich muss nur hinsehen. Amen. Sei begleitet vom Segen des Herrn. Es segne und behüte dich der allmächtige Gott, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist. Amen.